Recht herzlich willkommen zur 162. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir hier gemacht, Duna, ne, haben wir den Punkt hier gesetzt für 19 Tage und ja, schauen wir doch mal weiter, was wir machen. Wir gucken mal einmal ins Dingens rein, sag schon in den Auftragszentrum da und schauen, was es hier so gibt. Erkunde Kerbin, was ist das? Da müssen wir irgendwie andocken, zwei Raumfahrzeuge in oder um Kerbin. Ne, an oder um Kerbin, okay. Orbitalstation Sonne, da ist ein bisschen aufwendig. Touristen an ihre Ziele befördern, wo ist das? So, Minmus, das ist weit weg. Untersuchung von Minmus durch, das sind Weltraumflug unter 5,5, unter 4,4,4,8. Okay, da müsste man dann hinfliegen. Dafür müssen wir erst das mit dem Flugzeug testen. Stellen den Flug auf Minmus. Sicher an ihre Ziele. Kerbin. Suborbitaler Flug. Okay. Umkreisen. Hier ist umkreisen. Super. Und fliege an Sonne vorbei. Interessant. Okay. Nee. Da sind die Temperaturgeschichten. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. 19,5, 16,9, unter 19,4, unter 16,7, ja. Ich glaube, das ist alle nix. Dann würde ich mal sagen, machen wir, was wir letztes Mal schon mal probiert haben, ein Flugzeug nochmal bauen. Hab mir das so ein bisschen angeguckt schon und bin dazu dem Entschluss gekommen, dass das vielleicht funktionieren könnte, ne? Wir müssen das haben. Dann brauchen wir das. Und das. Und dann brauchen wir die Spitze für hinten. So. Das passt. Dann brauchen wir Flügel. Auch hier dran. Warte mal, das müssen wir radial ausschalten. Das müssen wir zweimal haben. So. Ja, das sieht gut aus. Und dann die zum Lenken. Auch zwei davon. Ist das passend? Ne, das war nicht ganz passend. So ist es passend. Ja, ich glaube, das geht so. Dann müssen wir zurückschalten auf 1, weil wir brauchen auch einen Höhenruder. So, das sitzt. Das sieht schon mal top aus. Dann brauchen wir Räder. Die sind da. Das müssen wir hier vorne drunter kriegen. Und wie immer ist das falsch rum. Und das auch. Ich glaube, jetzt ist es richtig. Ist das gerade? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann brauchen wir noch zwei unter den Tragflächen. Da brauchen wir die. Das und radial. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das hin muss. So, nehmen, ja, so schon, ne? Ist das jetzt richtig rum? Ja, das ist eigentlich richtig rum. Ne, aber da drüben ist was falsch gelaufen. Jetzt hat er das hier wieder umgestaltet. So, das ist richtig. Ne, das mag er wieder nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Symmetrie spiegeln. Radial. Symmetrie radial, ja, aber irgendwie doof, ne? Passt irgendwas nicht. Warum macht er das denn jetzt? Das gefällt mir nicht.
Hä? Nochmal weg. Nochmal anpacken. Das wäre jetzt richtig, oder? Aber so ist es falsch. Symmetrie radial geht nicht. Das wäre jetzt richtig. Aber da ist es wieder falsch. Er schaltet immer wieder um, wenn ich da drauf gehe. Symmetrie um übergeordnetes Teil. Verstehe ich jetzt nicht. So, ich brauche das Radial, das ist richtig, ne? Symmetrieanzahl durchschalten. Mittelklick. Symmetrie kann ich nicht lesen wegen dem tollen Dings daneben. Ah, das kann man wegmachen. Symmetriemodus. Mittelklick, Symmetriemodus. Ja, das ist klar. So. Radial. So, jetzt ist es richtig. Snappt aber leider da wieder so dran, dass es nicht passt. Und dann ist es auch schon wieder falsch. Weil nicht mehr da. Warum geht das nicht? Das ist jetzt voll doof. Ich brauche das doch symmetrisch. Radial. Macht er aber nicht. Wo ist da das Problem? Hier dran? Ne? Wahrscheinlich muss das auch radial, oder? Jetzt ist radial. Radial. Ja, radial. Nichts daran? Ich weiß es nicht. Ah ne, so wollte ich es nicht haben. So wollte ich es haben, ja, das passt. Jetzt nochmal das Rad da dran. Geht es dann? Okay. Ja, jetzt passt es, aber... Boah. Wie muss ich es jetzt drehen, dass es passend ist? Jetzt ist es schwierig. So. Ist es jetzt passend? Im Prinzip ja, aber die Richtung ist total schlecht. Ich glaube, so ist gut, ne? Ja, so ist gut. Ausrichten. Das müsste weiter nach vorne, oder? Okay. Jetzt kommen noch die Höhe ins Spiel. Okay, das bedeutet das, was definitiv höher und diese sind definitiv tiefer. Kann das so sein? Ich glaube, so passt's. Ja, wird schon gehen. So, das passt.
passt, dann müssen wir noch Triebwerke haben. Und nee, das war verkehrt. Da müssen wir hin, das ist richtig. So, Triebwerk muss hier hin. Na, das sieht ja jetzt gut an. So, ich glaube, jetzt kommt das hin. Jetzt brauchen wir die Düse hinten dran. Das ist gut. Und vorne die Lufthutze. Die gibt's hier. So. Jetzt müssen wir das auch noch ausrichten. Na, warte, das war schon so richtig. So nochmal. Ach, ich glaube, jetzt ist es sogar ganz nett, ne? Könnte so passend sein, oder? So. Jetzt warte mal, zwischendurch machen wir mal Flugzeugversion 1. V1. Passt. Dann müssen wir mal durchchecken noch. Hintenflügel. Passt. Vorne auch. Triebwerke, ja. Räder, ja, sind gleich hoch. Passt auch. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Hier haben wir alles. Tank, Triebwerk. Das brauchen wir nicht. Oder hätte man irgendwo das zwischenbauen sollen, beziehungsweise das. Machen wir mal. Ich weiß zwar nicht, ob es das bringt, aber wir können das ja mal testen. Das stabilisiert das Ganze ja vielleicht, oder? Gut, speichern wir das mal gerade ab. Das haben wir. Da brauchen wir nichts. Da brauchen wir auch nichts. Was wir vielleicht machen können, wir könnten einen Fallschirm dran machen, ne? Falls wir das mit der Landung nicht schaffen, dass wir dann landen können, ne? So, das ist nichts, das ist auch nichts. Oder haben wir alles? Sagen wir es lieber so. Das ist nicht wichtig. Ja. Antenne und so brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, Parachutes hier. Radialer Bremsfallschirm. Vielleicht brauchen wir den, aber wo will der, wo kommt der hin? Hier so? Keine Ahnung. Eigentlich müsste der hinten so dran sein, aber wie will der da an der Spitze dran gehen? Ich lasse ihn mal so da dran. Da müssen wir hier noch eine Gruppe aufmachen. Und die Triebwerke runterziehen, ne? Und dann müssen wir, wenn wir landen, den da rauslassen und hoffen, dass das funktioniert, was ich dann davor habe, ne? Vielleicht reicht es auch mit der Bremse, weiß ich aber nicht. Gut, das war Wissen, ne, Wissenschaft haben wir, Hilfsmittel haben wir, gut. Scheinwerfer, Leiter, brauchen wir alles nicht. Das war's. Gut, dann ist der Flieger soweit fertig. Flugzeug V1, nochmal abspeichern. Ja, und dann kann er eigentlich aufs Rollfeld, ne? Achso, Pilot noch, vielleicht mal gucken, wer ist denn da drin, ne? Perzor Kermen. Ja, der hat keinen Stern. Was ist denn das jetzt hier? Wissenschaftler, okay. Wofür ist das hier orange drunter? Weiß ich jetzt gar nicht. Techniker, Wissenschaftler. Keine Ahnung, lassen wir erstmal so. Jetzt haben wir auf jeden Fall ihn da drin, der passt auch. Jetzt gehen wir mal aufs Rollfeld noch gerade.
So. Da steht das. Ja, steht auch richtig. T, geht das? Nö, geht nicht. Das Bauteil war also über. Weil wird ja nicht angezeigt hier, ne? Oder nee, Stabi, doch, geht doch, sonst wäre das ja nicht angegangen. Klar, ist das an. Gut, der sitzt da drinne. Das ist passend. Das heißt, nächstes Mal müssen wir hier starten und dann bei der Landung den Fallschirm da rausschmeißen. Ja, hoffen wir, dass der geht, das weiß ich aber nicht. Sieht ja interessant aus. Bremsfallschirm. Ja. Lampen sind sogar an, oder was? Lichter an. Nee. Ist das jetzt falsch rum? Ich glaube, das ist falsch rum, ne? Dann klappen die doch nach vorne ein. Naja, ich hätte gedacht vom Windwiderstand, ne? Aber dann ist die. Ja, der muss dann schneller rauskommen, ne? Na, deswegen ist das so. Ja, weiß ich dann auch nicht, ne? Dann machen wir das Licht erst wieder aus. Gut, lassen wir das so. Jo, aber ich sag mal, für die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.